Hi Leute, seid gegrüßt, willkommen zurück im LS19 auf der Bergisch Land, hier beim Roy Hilseplayer. So, mittlerweile bei der Agravis angekommen, ich bin selbst hergefahren, hab aber, der interessierte Beobachter sieht, dass wir jetzt schon 14.24 Uhr haben. Ich habe also ja, 2 Ingame-Stunden vorgespult, den Grundsauger gleich, weil wir kamen erstmal in Hafen. Der Grund war, ich wollte, dass das Unkraut aufploppt. Wir haben jetzt echt überall Unkraut zu vernichten. Und den Fan schicke ich dann tatsächlich mit Autodrive zurück zum Hof. Und dann schnappen wir uns einen der kleineren Traktoren und werden unsere Felder schützen. So, was gibt's? 12.000? Also, ist doch okay. Ist okay. Genug Geld auf jeden Fall, um ja, jetzt Pflanzenschutz zu kaufen und auch eventuell später mal einen Helfer zu entlohnen. So, was hier an? Standard, der Hofsiedlung, nein, die Bauernhöfe. Bauer Klein, das ist der, den ich, ne? So, 63 km/h, ich lasse es einfach mal bei 63. Da passiert es ja unfallfrei. Mein lieber Freund, muss man so kreischen, wenn die so laut sind. Ich nehme aber unseren DX4. Den. So, gucken, Pflanzenschutz. Brütze. Das wird jetzt wohl so ausgehen, dass ich mindestens diese Folge meistens damit beschäftigt bin, die Felder zu spritzen, gell? Dass es auf jeden Fall schon mal voll ist. Die erste Dröhnung kostet nichts. Ich finde es auch recht klasse von euch, dass sich keiner auf jeden Fall in der Richtung beschwert hat, dass ich auf dem Feld keine Pflegebereifung nutze. Weil ich das halt nicht so toll finde. So, wir haben automatisch gerade 18 Meter, dankeschön. Die machen wir an und jetzt gucken wir erst mal, wie es denn so aussieht in der Richtung. Also ich behaupte mal ganz grob, dass wir, wenn wir so fahren, zumindest mal nichts auslassen. Das wären 289,8, wenn es 290. Ne, ich mache 289 tatsächlich. So, so, ja, 288. Ne, aber 89. So. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, ein bisschen rüber können wir noch. So. Aufklappen, das Ganze. Ah, da kommt der Kollege Schnürschuh. So, auf geht's und anschalten. Park gerade an den Anhänger hier zwischen, ne, weißt wo, und ich bin gleich bei dir. Also das heißt gleich. Gleich ist relativ. Also die Richtung ist okay. Ja, das passt. So, ich schalte um auf die entspanntere, leisere Innenansicht. Ja, wir machen den Wegrand gleich mit, ja, dass der schön sauber ist. Oh, da hinten hängt ein Baum quer, sehe ich gerade. Guck mal. Ja, gefährlich. Das ist ja Gefahrenverzug. Muss man normalerweise wegmachen, aber ich darf nicht. Müsste erst das Gelände kaufen. Ja, ein bisschen anders hätten wir die Winkelzahl einstellen können, sehe ich gerade, aber ja, wie gesagt, die Hauptsache ist, dass wir alles erwischen. Und jo. Der Rest ist dann ganz nicht so ganz schlimm, ne? Weil beim Pflanzenschutzmittel ist ja so, das ist ja Gott sei Dank wieder sparsam aufgebracht.
Vorgewinn, da haben wir natürlich dann auch. Aber wir kriegen alles. Irgendwann kriegen wir sie alle mit der Nonjoghurt. Aber, jo. Ich hatte auch eine Tastenkombination oder eine Taste ausgewählt, in der ich die ganze Chose immer 90 Grad drehen kann, aber ich. Ja, ich weiß es halt nicht mehr, wie die so war, ne? Interessant. So, jetzt mal wieder, auf Kurs. Oh, ne, doch nicht. Ich hätte jetzt gewettet, dass wir das richtig machen. Ne? Das war gleich vom Düngen damals auch so, als ich schon mal geschimpft worden bin, dass ich unseren Einseher da überspritzt habe, überdüngt habe. So. Da musste ich auch vom GPS abweichen. Ja, ohne GPS habe ich es nicht, beziehungsweise nicht von der. Gut, wir haben auch die Innenansicht, muss man zu entschuldigen, dazu sagen. Da ist es eh nicht ganz so einfach. Auch beim Dreschen nicht oder so. Oh, da kommt ein Bäumchen. Ja, ein Baum ist es schon, wie gesagt. Eieiei. Brösel auf der Schambein. Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Das sind alles Sprüche aus irgendwelchen Filmen, ey. Ich kann euch nicht sagen, aus welchen. Also, ich könnte es schon, aber ich hab's vergessen. Hoppla. So, dann letzt Maxis Vorgewende noch. Ein Sendel, letzt Reif hoch und runter. Down and under. Na, wie? Up and down. Mein lieber Freund, das ist, wenn du überlegst, was du auf einmal anfängst, für ein Blödsinn zu erzählen. Bloß weil du momentan, ja, nicht wirklich was zu tun hast, ne? Dann fängt man an zu singen, irgendeinen Mist zu erzählen. Das ist nebenbei im wahren Leben genauso, also nicht jeden Tag oder sonst was. Warte mal, Achtung. Aber ich habe mich selbst schon dabei ertappt, wenn du dann im Traktor sitzt, ne, und bist hier am Mulchen oder sonst was. Und du hast, sag mal, eine einfache Fläche, ja, also eine Fläche, die nicht viel Aufmerksamkeit erfordert. Weil ja die Geräte alle Schwimmstellung haben, du musst echt auf nichts aufpassen. Und dann fängst du an, mit dir selbst zu erzählen oder die Sachen im Radio mitzusingen oder keine Ahnung. Das ist schon hammerhart. Das haben wir gucken gerade noch mal, ob wir das auch richtig machen. Ja, sieht gut aus. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, ne? Das wird eine Pflanzenschutzserie-Folge hier. So wie es aussieht, wird die nächste auch nicht anders sein. Ich kann aber euch einen Gefallen tun und kann ein, zwei andere Felder dann offline ja, spritzen. Wie sagt man das? Spritzen ist doch Spritzen. Macht ja nichts anderes, ne? Genau. 13, das heißt, wir haben noch 13 Liter drin. Die Anzeige funktioniert wunderbar. Also, ja, logisch gibt es breitere Spritzen mit 20, 30 Metern, keine Ahnung. Aber ich finde halt die Quernelan, die gefällt mir echt gut. Mit den Details und allem drum und dran, das ist schon eine gut gemachte Mod-Spritze, beziehungsweise DLC war es ja. Ich müsste mal was trinken, ich krieg langsam einen trockenen Hals. Ich kann mal strecken, ich ans Fläschchen kommen. Gib mal den Bub sein Fläschchen. So. Jetzt ist wie Apfelsaft. So. Kann man hier schlecht sehen, wo wir denn schon überall waren. Aber ich würde sagen, wenn wir hier ausmachen, passt es.
hier wieder anmachen, passt das auch. Ja, auch mit den Thumbnails für die Videos, das ist immer so eine Sache, ne? Jetzt machst du hier, dann machst du hier ein Thumbnail vom, und nimm dann die Folge, was weiß ich, im Kont, Pflanzenschutz mit dem DX4. Da hast du dann ein Bild, und das Bild habt ihr aber vielleicht vor 5-6 Folgen schon mal gehabt, weil da genau das gleiche gemacht worden ist. Egal. Ich bin hier echt gern. Ja, und vor allen Dingen freue ich mich mal drauf, wenn wir jetzt endlich mal auch dann die... Also ich werde jetzt nicht großartig vorspulen, aber ich freue mich auf die Ernte. Also das dürfte einiges geben an Geld. Also ich glaube, wenn ich die Wirtschaft auf leicht gestellt hätte oder auf leicht stellen würde, könnte man mit dem Ertrag, dass wir jetzt am nächsten Ernten wahrscheinlich die mindestens mal die Hälfte der Schulden bei der Bank abtragen. Aber das geht halt hier nicht. Und das wird jetzt in Zukunft Plan Nummer 1 sein. Schulden abbauen. Ne? Also das nächste Ziel ist tatsächlich auf Null zu kommen. Dass die Bank keine Macht mehr über mich hat. Ne? Man macht sich ja dann ziemlich abhängig von dem Kreditinstitut. Von wegen Zinsenzahl und so weiter und so fort. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und deswegen will ich hier schuldenfrei werden. So schnell wie möglich jetzt. So, hier sind wir gefahren. Das ist halt echt ein eklig langes Feld, ehrlich. Oh, hallo, wo ist der weiße Strich? Hier. Ich war zu weit. Ist hier kein Strich? Ja, Punkte. Ich muss gerade mal gucken, wir fahren jetzt 12 km/h. Moment mal bitte. Den reparieren wir jetzt mal. Und die Pflanzenschutzspritze reparieren wir jetzt. Ja, ich weiß, man könnte normalerweise müsste ich an die Halle fahren. Aber ich habe da nicht dran gedacht. Es kann ja auch sein, dass es keinen Unterschied macht jetzt. Aber 12 km/h kam er jetzt ein bisschen langsam vor, aber es wird nicht schneller. Guck, das habe ich gemeint. Das macht keinen Unterschied. Die Arbeitsgeschwindigkeit dieser Spritze ist bei 12 km/h. Fertig. Ende der Diskussion. So, Tempomat kann man eigentlich reinmachen. Kann man immer nur hoffen, dass man hier noch nicht war. Aber hier vorne ist es irgendwo noch grün und hinten wird es grau. Das ist gut. Nee, weil du echt schlecht erkennen kannst von hier aus. War ich jetzt in der Spur schon oder nicht? Aber hier sind wir richtig. Also später schon gefallen tun, werde auch diese Folge pünktlich beenden. Weil ich nicht weiß, ob das tatsächlich so toll ist, wenn man jetzt die ganze Zeit guckt, wie jemand hier den Unkraut beseitigt. Ich weiß es nicht. Also das mache ich jetzt noch selbst fertig, das Feld. Auf dem Feld, was war das? Keine Ahnung. Die beiden neuen dahinter, das Feld mit Sojabohnen und am Nebenhof, das ist die 49, glaube ich, ist es. Die lasse ich vom Helfer beseitigen und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann erst wieder, wenn ich auf dem Feld 39 das Unkraut vernichte. Ja, da muss ich jetzt nicht fünf Folgen mit Unkrautvernichtung machen, das ist ja Käse. Das ist meine Meinung. Prozent nur nebenbei, ne? Von wegen Pflanzenschutz brauchen nicht so viel. Da geht schon einiges weg. Oh, ja, ganz knapp. Der Timer hat gerappelt und weil ich die Versprechen gerne halte, dann sage ich euch jetzt schon mal auf Wiedersehen. Die nächste Folge kann passieren, dass wir da auch noch Pflanzenschutz fahren, aber dann nicht mehr ganz so viel, ne? Dass mir nur noch ein Feld übrig haben.
An alle die, die durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen haben sollte, teilen, liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüssi.